Eine große Brusner bitte, aber nur mit Ketchup. Gerne. Kriegst du bitte eine große Brusner her, mit dem drum und dran. Ja. Die Brusner bitte. Ein Brusner bitte. Ja, gerne. Ich hätte gerne bitte eine Brusner. Gerne. Ein Brusner? Ja. Ja, darf zum Trinken auch sein. Es gibt da die verschiedenen Schreibweisen von der Brusner. Ne? Wir schreiben es zum Beispiel mit einem S und ER, dann gibt es die Brusner. Brusner, sieht man, scharfen S oder Doppel S, kann man nicht eindeutig definieren. Vor allem die Kinder, die wollen alles zum Mitnehmen haben, also das heißt Bosner oder Leberkäse. Und unsere Bosner sind halt besonders gut. Und die gehen auch am meisten. Wir toasten das Bosner Weckerl, das ist einmal wichtig. Das wollen die meisten Leute. Dann in Zwiebel, frisch geschnitten, Ketchup und Senf. Kinder wollen meistens keinen Senf, aber das können sie sich aussuchen. Da ist nichts vorgemischt oder sonst was, das ist alles frisch. Dann eben ein oder zwei Bratwürsteln und Curry, beziehungsweise wir haben für Kinder eine andere Mischung, die was nicht so scharf ist. Spezialbestellungen gibt es ganz verschiedene, entweder statt ein Zwiebel Sauerkraut eine, also ein Sauerkraut-Bosner oder scharfe Pfefferoni eine, oder also mit Mayonnaise wollen sie es auch. Also der Fantasie ist keine Grenzen gesetzt, sie kriegen alles, was machbar ist. Ja, meine Variante ist, ich sage einfach, aus Salzburg und die ist nur mit Senf. So sagen es die meisten. Aber eigentlich ist, glaube ich, von, ich weiß es nicht, irgendwo aus dem Ausland kommt die her. Aber mehr weiß ich auch nicht. Kann ich schnell googeln? Also wir zum Beispiel, wir toasten die Weckerl nicht, wir bähen sie nur auf. Ja. Und das ist halt für mich, also ich finde das praktisch, weil das Bosner Weckerl ist erstens trotzdem knusprig und zweitens legen sie die Würsteln innen schön rein. Das heißt, man botzt sie ja weit nicht so an, wie wenn das jetzt total getoastet ist und ja. Also gerade die Jungen essen eigentlich am liebsten Bosner statt irgendeiner anderen Wurst. Und halt auch, wenn es stressig ist und noch geschwind am Weg zum Zug oder solche Sachen, weil man halt einfach praktisch im Gehen essen kann. Da gibt es ja einen Streit. Ja, bei dem Streit geht es darum, wer die Bosner eigentlich erfunden hat. Ne? Die Salzburger sagen, die originale Bosner ist mit Senf. Da ist kein Ketchup drinnen. Das ist dann bei uns halt die Salzburger Bosner. Naja, ich finde, der originale Bosner ist mit Ketchup. Unterbrechen.
Du wechselst nach dem Backautomaten. Was hast du? Ich sehe dabei, dass Wechselstube auskommt. Ja, voll super ist das. Dann kommt gerne noch rein. Also, ja. Danke, tschüss, bitte. Der Original Bosna ist wie natürlich die Wurst. Bosnar Weckel, das kriegt man jeden Tag frisch. Kleine geschnitten oder gehackten Zwiebel, Curry und Ketchup. Das ist der Original Bosnar. Mit Senf, wie es jetzt modern oder wo gibt es woanders, sind sehr viel, ist es nicht der Original Bosnar. Und das, da bin ich übergezeigt, der Original Bosnar ohne Senf. Was ich weiß, das ist österreichische Kultur, die Wurst stand überhaupt in Österreich. Der Bosnar ist ganz gelobt, aber die Geschichte von Bosnar, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich leider nicht genau sagen. Ich persönlich, ich glaube nicht, das war Bosnar. Weil ich habe oft gedacht, ich habe es persönlich. Warum Bosnar heißt Bosnar? Das muss von Bosnien gekommen. Das ist wie Wiener Schnitzel. In Deutschland auch die Wiener Schnitzel heißt Wiener Schnitzel. Aber von Bulgarien, das kann ich nicht verstehen, wirklich. Ja. Wir haben keine fertige Soße, bei uns ist alles extra. Ketchup extra. Zwiebel ist jeden Tag frisch geschnitten, weil die Soße bleibt drinnen, die Zwiebel bleibt nackig. Genau das macht den Geschmack. Da explodiert, der Geschmack explodiert im Mund. Und natürlich frisches auch. Bosna kommt 1949. Ein Mann ist von Bulgarien nach Österreich ausgewandert und er hat mit Bosna angefangen. Das kommt von Bulgarien. In Salzburg zuerst hat er angefangen und dann ein Mann reist nach Linz weg und hat Bosna mitgehabt. Von Salzburg hat er Bosna mitgehabt. Und so ist Bosna nach Linz gewandert. Mein Name ist Diana und ich komme aus Bulgarien. Danke.
Wichtig ist, dass das Weckerl knusprig getoastet ist. Dann kommt rein eine frisch geschnittene Zwiebel, verfeinert mit den Gewürzen. Ja, die mischen wir uns selber. Petersilie kommt dann noch dazu, Ketchup darf nicht fehlen und ein oder zwei Stück für die Bratwürstel. Wir haben einmal die klassische Bosner in groß und klein, also der Unterschied ist zwei Würstel oder ein Würstel. Wir haben eine Knoblauch-Bosner, eine Sauerkraut-Bosner, eine Chili-Bosner, sehr scharf, eine Kinder-Bosner, eine vegetarische Bosner, ohne Würstel. Ohne Würstel, was haben wir noch? Kafka oder Käsegrainer-Bosner, da gibt es halt zwei Namen dafür. Das Wort Kafka, wo das herkommt. Nein, ich meine, dass der Kafka bei uns war, das geht sich zeitlich nicht aus. Naja, es gibt ja verschiedene Geschichten darüber. Also ich weiß die Geschichte von meinen Eltern eben. Und mein Vater war der Erste, der die Bosner nach Linz gebracht hat. In Salzburg ist er bereits schon verkauft worden, also dort gesehen hat oder abgeschaut hat, mehr oder minder. Und dann hat sie gedacht, das will er in Linz auch probieren. Und da waren wir die Ersten in Linz, die das gemacht haben. Ja, das war mein Vater. Ist ja, das war Anfang von den 70er Jahren. Grüß dich! Ich möchte eine Weißwurst, bitte, wenn es geht. Weiße Würst oder Augsburger habe ich heute noch? Die, was ist ein Augsburger? Eine dicke weiße. Ja, dann nehme ich eine solche. Viel da. Da kriegen Sie von mir. Mit einem Semmel oder mit einem Salzgebäck? Salz gibt es Flässerl da, bitte. Jawohl. 2,90 bitte.